Kurz informiert bei Heise Online mit Marie Koch. Der Internetkonzern Google hat nun einer zentralen Forderung europäischer Datenschutzbehörden nachgegeben und vereinfacht seine Cookie-Banner. Neu hinzu kommt ein Button, mit dem Nutzer pauschal alle nicht notwendigen Cookies verweigern können. Damit wird das Werbetracking abgeschaltet. Andere Cookies zur Statistikerhebung oder Betrugserkennung werden aber weiterhin gesetzt. Nach Angaben des Konzerns wurde die neue Version bereits in Frankreich veröffentlicht. Im Laufe des Monats soll sie auch in anderen europäischen Ländern verfügbar sein. Auch YouTube bekommt den neuen Button. Der 2015 gegründete Broker Trade Republic mit Sitz in Berlin hat Partnerschaften mit der US-Großbank Citigroup Inc. und der Deutschen Bank angekündigt. Sie sollen wie die Solaris Bank Gelder für Trade Republic verwahren. Da sowohl die Citi als auch die Deutsche Bank der EU-Richtlinie über die gesetzlichen Einlagensicherungssysteme unterliegen, soll die Einlagensicherung von 100.000 Euro je Kunde bestehen bleiben. Nach einer 3,5-jährigen Pause wird mit dem Large Hadron Collider am Kernforschungszentrum CERN nun der weltgrößte Teilchenbeschleuniger wieder hochgefahren. Im dritten Lauf sollen einmal mehr Rekordenergien erreicht werden, um grundlegende Fragen der Teilchenphysik beantworten zu können. Waren zuvor Protonen-Protonen-Kollisionen bei bislang nicht erreichten Energien von 13 Teraelektronenvolt durchgeführt worden, ist dies nach vorgenommenen Updates sogar mit 13,6 Teraelektronenvolt möglich, teilte das CERN vorab mit. Erste Protonenstrahlen sollen in entgegengesetzter Richtung durch den unterirdischen Ring von 27 Kilometern Länge gejagt werden. Menschen in Katastrophengebieten unter Trümmern aufzufinden, ist für herkömmliche Roboter mit Beinen schwierig. Sie müssen sich dabei auf kleinstem Raum bewegen. Dabei sind Beine eher ein Hindernis. Für Nagetiere wie Ratten ist das kein Problem. Sie können sich mit ihren kurzen Beinen und ihrem flexiblen Körperbau durch kleinste Lücken und enge Verwinkelungen zwängen und dabei auch schmale Rohre durchkriechen. Chinesische Forscher des Beijing Institute of Technology haben sich die Natur zum Vorbild genommen. Sie entwickelten eine Roboterratte, die Vermisste auffinden oder zur Inspektion von Rohren eingesetzt werden soll. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.